Freunde, Liebe internationale, Liebe interkulturelle und vor allem Liebe Mitdenkende. Das ist wirklich leider eine Sorte, die, wie ich immer mehr feststelle, immer mehr abnimmt. Das Mitdenken und vor allem das kritische Mitdenken. Wir machen heute einen kleinen Rückblick und am Ende vielleicht auch nochmal einen Ausblick auf ein paar Sachen, die gelaufen sind. Wie sind sie gelaufen und was erwartet uns 2021? Beginnen will ich direkt mit einer Veranstaltung, die ungefähr zu dieser Zeit vor einem Jahr stattgefunden hat. Das war das erste Mal, glaube ich, dass Migrantinnen und Migranten eine Demonstration organisiert und durchgeführt haben innerhalb des Rathauses. Es waren ungefähr 50 bis 60 Migrantinnen und Migranten dabei und der Grund eigentlich war, dass der Rat der Stadt Münster entschieden hatte, dass die Migranten-Selbstorganisationen, und wir reden über eine Anzahl von etwa 100 gibt es in Münster, entschieden hatte, dass all diese tollen Vereine mit 0,0012% an dem Etat beteiligt werden. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, das ist heute noch so. 0,0012%. Es war sehr interessant zu sehen, dass Menschen, die auch geflüchtete Menschen aus Syrien oder aus Irak oder aus dem Iran, Angst hatten, bei einer Demo mitzumachen. Am Ende haben viele Geflüchtete, viele Migrantinnen und Migranten sich überwunden und sind doch dahin gekommen. Insofern beginne ich den kurzen Rückblick damit, einen kleinen historischen Ereignis. Ich hoffe, dass der neue Rat mittlerweile etwas anders entscheiden wird und tatsächlich die tolle Arbeit von diesen sehr vielen Migranten-Selbstorganisationen besser unterstützen wird. Kurz danach, aus diesen Ereignissen entstand bei mir nicht nur die Idee, sondern auch der Wille, eine internationale Liste zu gründen. Weil letzten Endes, wenn du deine Rechte nicht selber wahrnimmst, dann kannst du lange darauf warten, bis es jemand anders tut. Mit sehr vielen Migrantinnen und Migranten war ich dabei, diese Liste zu gründen. Und was ist passiert? Am Ende kam ein gewisser Sibalski auf mich zu und fragte mich, ob ich nicht da mit der bunten Liste zusammen was machen will. Und das war der größte Fehler meines Lebens. Ich habe das gemacht, weil ich sehr offen und sehr, sehr, ich will sagen, fast naiv an solchen Sachen rangehe. Ich kannte diesen Typen nicht und es war wirklich eine der schlimmsten Ereignisse in meinem politischen Leben. Das war im Grunde eine graue Liste und keine bunte Liste, 5, 6 Leute. Nachdem ich dabei war und ungefähr 30 interkulturelle, internationale Menschen da reingebracht habe, tolle Leute, haben wir uns bis zu den Ratswahlen durchgekämpft. Ich habe schon mittendrin gesehen, dass das im Grunde nicht das Wahre ist, aber viele Leute, die ich da reingebracht habe, hatten schon viel zu viel Energie, viel zu viel Engagement, viel zu viel Zeit investiert, dass man das Ganze hätte stoppen können. Wir haben bei den Wahlen teilgenommen und wir haben am Ende als Liste, dann quasi gemeinsame Liste, Münster ist bunt und international, knapp 2000 Stimmen bekommen und ein Mandat. Dieses Mandat, da war wirklich allerletzte Eisenbahn, wo ich dann gemerkt hatte, das geht gar nicht mit dieser, Sibalski-Organisation. Deshalb hatte ich auch wirklich dann mich unabhängig erklärt und vertrete seitdem die Interessen der Migrantinnen und Migranten und der internationalen Liste im Grunde, die immer der größte Teil dieser bunten Liste waren. Diese bunte Liste ist zusammengestaucht und minimiert auf die 4, 5 Personen, die sie auch wirklich war. Während ich sehr glücklich bin, dass 30, 40, 50 Leute aus dem engeren Kreis der internationalen Liste mich unterstützen und noch viel mehr darauf warten, dass wir richtig uns weiter organisieren und entwickeln, so wie ich das vorhatte, mit dieser Parenthese, mit dieser Klammer.
Wir werden vor allem zu Beginn des Jahres 2021 uns als internationale Liste weiterentwickeln, weiter stabilisieren und wirklich die Menschen in Münster, die uns brauchen, für die stehen wir zur Verfügung, ob es die solidarische Gesellschaft ist oder die Migrantinnen und Migranten oder die Geflüchteten. Und apropos Geflüchtete, im letzten Jahr hatten wir leider auch ein ganz schlimmes Ereignis. Wenn ich das Wort sage, dann wisst ihr alle, was gemeint ist, Hanau. Wir hatten einen rassistischen Anschlag, der an andere Zeiten in dieser Republik erinnert hat. 9 unschuldige Tote. Ein Ereignis, das einem niemals kalt lassen darf. Nur, dieses Ereignis hat gezeigt, dass es nicht reicht, dass wir sagen immer wieder, wir sind doch mehr und wenn wir sagen, die Mehrheit ist doch für die Vielfalt und wir in Deutschland sind weiter. Nein, dieses Ereignis zeigt genau, dass wir wieder mittendrin sind in einem Diskurs der Ausgrenzung, in einem Diskurs des Nationalistischen, in einem Diskurs des wir dürfen doch wohl in Deutschland auch wieder stolz sein, deutsch zu sein. Und genau da beginnt alles. Und das Fass hat natürlich die AfD aufgemacht, aber es gibt in allen großen Parteien solche Strömungen, leider. Und deshalb sage ich und habe das in vielen Demonstrationen zu Hanau gesagt, es reicht nicht mehr zu sagen, wir sind mehr. Es reicht nicht mehr zu sagen, wir sind solidarisch. Wir müssen das zeigen. Wir müssen vorangehen. Wir dürfen so etwas nie wieder zulassen. Wir müssen unsere, wie auch immer, verständlichen oder weniger verständlichen Ängste überwinden. Wir müssen Zivilcourage zeigen. Und zwar nicht nur von der Ferne, sondern genau da vor Ort, wo solche rassistischen Anfeindungen passieren. Und wie gesagt, wir sind doch mehr. Wenn wir mehr sind, mischen wir uns ein. Das war ein ganz schlimmes Ereignis. In einer historischen Reihe von anderen schlimmen Ereignissen, die wir nicht vergessen dürfen. Hoyerswerda und. Ich will diese Namen nicht alle nennen. So etwas dürfen wir nicht nur nicht vergessen, wir müssen das immer wieder auf die Tagesordnung unserer Aktivitäten haben, wenn wir uns solidarische Gesellschaft nennen wollen. Insofern, Hanau war ein schwarzer Tag in diesem letzten Jahr für alle. Wir haben leider wieder den gleichen Oberbürgermeister, den sympathischen Herr Lewe, wie er heißt, ein sehr sympathischer Mann, muss ich wirklich sagen. Bis dahin aber alles, was mit Sympathie zu tun hat. Inhaltlich hat dieser Mann uns 20 Jahre zurückgebracht. Wenn ich nur 2 Themenblöcke herausstelle, einmal Nachhaltigkeit. Münster ist in Sachen Nachhaltigkeit mehr als mittelmäßig. Herr Oberbürgermeister Lewe hat es sogar geschafft, dass wir nicht mehr Fahrradhauptstadt in Deutschland sind. Münster war quasi automatisch gesetzt als Fahrradhauptstadt. Wir sind es nicht mehr. Und das Thema Migration und Integration, was mir wirklich ein sehr wichtiges ist, wir haben es in der Zeit von Herrn Lewe geschafft, dass Münster in Sachen Migration, Integration, Flucht mehr als Mittelmaß ist. Mehr. Wir haben hier von hier aus viele wichtige Impulse nach ganz Deutschland herausgegeben. Mittlerweile ist Münster leider in diesen Sachen eine Stadt, die sehr, sehr viel Reputation verloren hat, sehr viel von der Entwicklung verloren hat und einfach zurückgefallen ist. Und das darf nicht sein. Wir müssen da sehr, sehr viel daran arbeiten. Natürlich auch am Thema Nachhaltigkeit. Insofern, Herr Lewe ist weiterhin Oberbürgermeister. Trotzdem haben die Münsteraner Bürgerinnen einen politischen Wechsel gewählt. Wir haben eigentlich eine Mehrheit links von FDP, CDU und AfD. Die Frage ist, wie diese organisiert wird.
Wir haben einen Rat, der in dieser Richtung mehrheitlich bestückt ist, nur die ersten Versuche in dieser Richtung sind eher zaghaft, um das nett zu formulieren. Ich bin gespannt. Ich versuche mit meinem kleinen Mandat und mit einer interfraktionellen Zusammenarbeit mit Franz und mit Lars von der Liste ÖDP und der Partei Die Partei, versuchen wir wenigstens eine klarere politische Richtung in diesem, wie wir das verstehen, Politikwechsel zu unterbreiten. Das ist nicht leicht, aber wir sind dabei. Ich versuche auf jeden Fall, das Thema Migration und Integration in diesem Rat hochzuhalten, weil ich der einzige Kanake in diesem Rat bin, wie ich das immer sage. Es ist wirklich traurig. Im Jahre 2020, eine Stadt wie Münster, in der fast jeder vierte, fünfte Migrationsvorgeschichte hat. Wir reden über 70.000 Menschen, die Migrationsvorgeschichte haben. Tolle, erfolgreiche, engagierte, interkulturelle Menschen mit verschiedenen Herkünften aus über 150 Ländern. Wo auch mein Freund Lewe sehr stolz darauf ist und alle sehr stolz darauf sind. Nur das muss sich endlich in Teilhabe auszahlen, auswirken. Und ich werde da ein Manner sein und ein lauter Rufer diesbezüglich. Wir müssen dieses Jahr, beginnend bei 21, die Weichen stellen für einen tatsächlichen Politikwechsel. Wir müssen die Weichen stellen, alle gemeinsam, die diesen Politikwechsel wollen und ernst meinen. Wir müssen diese Weichen stellen und wir müssen uns einbringen, dass dort der Wille der Wählerinnen und Wähler zur Geltung kommt, wie es so schön heißt. Denn der Wille der Wählerinnen und Wähler ist deutlich. Er ist klar und unmissverständlich. Wir wollen einen Politikwechsel. Und Politikwechsel heißt für mich, dass wir mehr für die Menschen machen müssen, die ausgegrenzt sind. Dass wir mehr für Menschen tun müssen, die keine Lobby haben. Dass wir mehr für Menschen tun müssen, die nicht das Glück hatten, auf der Sonnenseite der Geschichte geboren worden zu sein. Und wir können in diesem Bereich in Münster auf kommunaler Ebene einiges machen. Nicht alles hängt vom Land und vom Bund ab. Außer dem Thema der Migration und Integration, der Unterstützung und Stärkung von Migranten-Selbstorganisationen, von interkulturellen Vereinen, von interkulturellen Akteuren, von kulturellen Akteuren aus dem internationalen Spektrum, die tolle, fantastische Arbeit machen, ob Musikgruppen, Theatergruppen, Kindergruppen. Über das Strukturelle, über das Bildungsstrukturelle. Münster ist mittlerweile in Sachen Bildung genauso eine mittelmäßige Stadt, außer natürlich die Elite. Die Elite ist immer noch sehr stark. Nur, wenn wir die Mitte des Bildungssystems nehmen, haben wir viel aufzuholen. Wir haben viel verloren. Wenn ich die migrantischen Familien vergleiche in Münster und in Dortmund oder in Bochum, viel ärmere Städte, dann machen dort viel mehr migrantische Kinder Abitur als in Münster. Woran liegt das? Wir müssen wirklich uns Gedanken machen. Bildung und Ausbildung. Es gehen viele, viele Kinder verloren, besonders aus dem interkulturellen Milieu. Kein Kind darf verloren gehen, auch aus diesem Bereich. Daher bin ich mir sicher, das Thema Bildung, Ausbildung wird ein wichtiges sein im Jahr 2021. Es gibt verschiedene Modelle, die auslaufen zum Beispiel. Eines davon, ich will ein einziges nennen, das ist das Primo-Schulmodell. Ein tolles Modell, das wir in Münster haben, wo wir alle mitgekämpft haben, dass es klappt und es läuft langsam aus. Wir müssen gucken, dass wir dahingehend das Ganze unterstützen, dass es tatsächlich zu einem, dass es verlängert wird, dass es weiter bestehen kann. Weil das eine tolle Idee ist, die dahinter steckt, nämlich länger gemeinsam lernen, dass Kinder aus migrantischem Milieu, aus dem Migrationsbereich, aus dem Inklusionsbereich, länger gemeinsam miteinander lernen, miteinander und voneinander. Insofern
hoffe ich, mit meinem Freund Reinhard Stelling und mit Barbara und mit allen, die das unterstützen, dass wir da auch ein Stück weiterkommen, das stabilisieren und weiterentwickeln. Und vielleicht ein Thema noch für das G21, was mir sehr wichtig ist, ist das Thema der Arbeit. Der Arbeit, Jobcenters. Wir haben auch dort ganz viele Menschen, ich glaube mittlerweile jeder zweite sogenannte Kunde im Jobcenter ist Migrant oder hat Migrationsvorgeschichte. Es ist wichtig, dass wir da auch den Fokus, unseren Fokus darauf richten, da bessere Zugangsmöglichkeiten zu schaffen, damit viele Menschen, die viele Talente mitbringen, Sprache ist ein Beispiel, wirklich dort besser andocken, dass sie sich bilden, weiterbilden, um letzten Endes die Breite in dieser Stadt auch zu unterstützen. Viele Migranten, viele Geflüchtete sind schon sehr erfolgreich. Die sind geflüchtet und haben schon selber eigene Geschäfte, eigene kleine Organisationen und stellen Menschen ein, sowohl einheimische als auch migrantische. Es gibt dort viel Bewegung. Wir müssen das, ich glaube, auch in dieser Richtung besser unterstützen, so dass kein Talent, kein Mensch, kein Kind mit oder ohne Migrationsvorgeschichte verloren geht. Ein letztes als Vision. Wir brauchen in Münster Begegnungsräume. Wir brauchen den Austausch, damit die migrantische Gesellschaft und die Einheimische sich treffen in einen transparenten, offenen Dialog. Denn Begegnungen helfen, Vorteile abzuschaffen, den anderen kennenzulernen, die Talente und die Lösungen in den Vordergrund zu stellen. Daher brauchen wir tatsächlich Orte der Begegnung. Und es ist wichtig, dass wir das in Münster die nächsten Jahre etwas ernster versuchen umzusetzen. Und meine Vision für 21 folgende Jahre ist, dass wir auch tatsächlich ein großes internationales Festival hier organisieren. Mit den über 150 Menschen aus über 150 verschiedenen Herkünften, mit den tollen Künstlerinnen und Künstlern, den Münsteraner Bürgerinnen und Bürgern. Münster als Schreibtisch Westfalens, sondern Münster dahin zu entwickeln als interkulturelle Metropole Westfalens. Wir alle gemeinsam können das. Ich glaube, das ist eine Vision, an der wir alle zusammenarbeiten können. Bleibt kritisch, bleibt aktiv, bleibt engagiert. Adios und ich hoffe, dass wir uns alle gesund wiedersehen im kommenden Jahr. Auf vielen Demos und auf vielen Aktionen. Yes, sir.